Der Bunkerschlag. Es gibt vier Möglichkeiten, diesen Schlag zu spielen. Ich erkläre den statischen Lob. Beim Bunkerschlag wollen wir grundlegend keinen direkten Ballkontakt herstellen. Wir möchten immer Sand zwischen Ball und Schlagfläche haben. Dies bekommen wir hin, indem wir die Ballposition weiter links als normal legen, als bei einem Pitch zum Beispiel, leicht links der Mitte also. Des Weiteren möchten wir, dass der Schläger schön durch den Sand durchgleitet. Dies bekommen wir hin, wenn wir den Bounce nutzen. Das heißt, wir müssen die Schlagfläche zu Beginn etwas aufdrehen. Nun zeigt jedoch das Lot der Schlagfläche nach rechts. Damit der Ball ins Ziel fliegt, müssen wir die Hände etwas tiefer nehmen. Um einen sicheren Stand zu haben, werden wir unsere Füße im Sand einbuddeln, um das gleiche Maß jedoch den Schläger kürzer greifen. Ansonsten würden wir den Ball zu fett treffen. Der Bewegungsumfang und die Bewegungsintensität hängen von der Entfernung ab.